Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von OL das Thema. Heute sitzen wir in kleinerer Runde zusammen und nicht zur politischen Diskussion, denn heute geht es um das Thema Corona. Genauer gesagt um Corona-Impfung und um die Booster-Impfung. Wir haben vorab schon über Oberhessen Live zu Zuschauerfragen aufgerufen und diese möchten wir heute mit Ihnen und für Sie beantworten. Das ist unser Thema und das sind unsere Gäste. Jochen Müller, Vorsitzender des Hausarztverbandes Vogelsbergkreis. Susanne Sommer, Vorsitzende des Hausarztverbandes Vogelsbergkreis. Frau Sommer, Herr Müller, erstmal Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit uns etwas über Corona-Impfung zu sprechen und über die vielen, vielen Mythen oder auch ja, ein bisschen die Mythen aufzuklären, die existieren. Aufhänger dessen war ja ein offener Brief, den Sie vor einigen Tagen veröffentlicht haben, in der es um die Situation in den Praxen geht. Ich würde da vielleicht mal fragen, wie ist denn die Situation aktuell in den Praxen bei Ihnen? Wie ist der Umgang mit den Patienten? Wie ist da, ich sag mal, die Stimmung quasi? Vielleicht mal an Sie zuerst, Frau Sommer. Ja, also die Stimmung ist natürlich sehr, sehr angespannt, weil wir doch ein erhebliches Arbeitspotenzial haben. Das heißt, unsere Arzthelferinnen sind doch einem erheblichen Druck von außen ausgesetzt. Die Telefone stehen nicht still, die Menschen wollen. Und das ist gut so, dass sie es wollen. Sie wollen alle geboostert werden. Viele wollen auch erst geimpft werden. Und das ist natürlich zu dem normalen Praxisbetrieb, den wir haben, ein ganz erheblicher Arbeitsaufwand. Wir haben ja zusätzlich die Normalkranken. Wir haben gerade so eine kleine Grippewelle, das weißt du auch. So bevor die große jetzt demnächst kommt, haben wir schon das erste Mal so einen kleinen Peak, dass wir also wirklich sehr viel Infektiöse haben. Und das muss natürlich abgefangen werden und auch dementsprechend bedient werden. Und viele sind natürlich etwas erstaunt, wenn wir ihnen nicht gleich nächste Woche einen Termin zum Impfen anbieten können, weil sie haben sich es ja heute überlegt. Und es ist gut so, dass sie es überlegt haben, aber wir können leider nicht ganz so schnell reagieren. Und das führt natürlich dazu, dass man für sich persönlich dann auch ein bisschen enttäuscht ist. Und so eine Enttäuschung wird dann auch an uns herangetragen in die eine oder andere Art und Weise. Wie äußert sich das? Wird da wirklich ein rauer Ton angeschlagen? Also gibt es da jetzt deutlich mehr, ich sag mal, Anfeindungen oder Ähnliches? Oder? Würde ich nicht sagen, aber ich glaube, die Masse macht es eigentlich. Es sind sehr viele verständnisvoll, es sind sehr viele auch freundlich zu uns, aber es ist einfach die Masse. Es klingeln 5 Leitungen parallel bei uns und bis dann abgenommen wird, heißt es dann schon, ja, warum geht ihr dann gar nicht ans Telefon? Ich habe doch ein Anliegen an euch. Und dadurch, dass wir die Masse an Menschen haben, ist es halt so, dass dann der eine oder andere dann doch sich zurückgesetzt fühlt, weil er nicht gleich bedient wird sozusagen bei uns an der Anmeldung. Mhm. Herr Müller, sind da Ihre Erfahrungen ähnlich? Oder? Das ist so ähnlich. Was halt dazu kommt, was die Frau Sommer schon gesagt hat, dass wir eben insgesamt relativ viel Kranke haben, zusätzlich die Impfungen in den Praxen haben und zusätzlich auch durch die steigenden Corona-Zahlen halt auch vermehrt Hygieneregeln einhalten müssen. Und dadurch auch die Patientenzahlen, die sich, die Menge der Patienten, die sich zum gleichen Zeitpunkt in der Praxis aufhalten, reduzieren müssen, kommt es halt zu Wartezeiten und da ist es halt schon manchmal so, dass da schwindet das Verständnis im Moment. Das ist so eine relativ angespannte Situation bei allen. Klar, alle haben die Befürchtung, selber krank zu werden und das setzt sich halt in die Praxen fort. Und ich hatte es ja auch früher schon mal gesagt, wir müssen halt sehen, dass wir unsere Mitarbeiter schützen und uns schützen. Denn wenn wir ausfallen, hilft das niemand. Und insofern kommt es da schon mal so zu kleineren Reibereien, wenn die Wartezeit mal mehr als eine Stunde ist. Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, es wird deutlich mehr, die Anrufe werden mehr. Ist das denn aktuell noch handelbar oder ist man jetzt schon an dem Niveau, wo man sagt, wir kommen an eine Grenze? Also ich denke schon, dass da eine Grenze in Sicht ist. Klar, es ist so, wir können nur auf dem Telefon telefonieren, an dem wir gerade sind. Mehr geht nicht. Und das bedeutet dann halt, dass ein Durchkommen in die Praxen sehr, sehr schwer ist. Und ich habe da auch volles Verständnis für alle, die sagen, ja, ich komme überhaupt nicht zu euch durch. Trotzdem hier nochmal der Aufruf, diejenigen, die Erkältungssymptome oder Krankheitssymptome haben, die auch mit einer Corona-Erkrankung vereinbar sind, bitte, bitte vorher anrufen und nicht einfach kommen. Passiert das oft, dass Leute sagen, vielleicht habe ich Corona, ich komme mal in die Praxis? Nein, die kommen und sagen einfach, ja, ich bin krank, ich habe seit gestern Halsschmerzen, seit heute ist Schnupfen dazugekommen. Also so schlecht geht es mir eigentlich nicht, aber ich brauche halt eine Krankmeldung, will zum Arzt und telefonisch seid ihr nicht zu erreichen. Dann komme ich halt mal.
oder mein Hausarzt hat keine Zeit heute und dann gehe ich mal bei euch gucken. Das kommt schon gehäuft vor jetzt. Und wie gesagt, das wäre so eine Bitte von uns, zu sagen, okay, ich versuche trotzdem nochmal anzurufen. Idealerweise nicht gleich morgens um 9 sondern, oder um 8, sondern vielleicht mal nachmittags versuchen anzurufen und das, wo sich es halt ein bisschen entzerrt. Das ist bei uns halt auch so. Die Sache ist halt, dass sie natürlich, wenn sie nicht durchkommen, auch viele den Wunsch haben, wenn sie infektiös sind, ich habe Halskratzen, ich habe Husten, das muss mal jemand auf mich gucken, dass wir sie in einer Liste sammeln und sie im Laufe des Vormittags dann zurückrufen, wir Ärzte, und dann klären, wer muss kommen, wer muss nicht kommen. Und die werden ja in eine spezielle Infektionssprechstunde einbestellt, damit sie halt nicht mit den anderen zusammentreffen und damit wir auch besser geschützt sind in dem Zusammenhang. Dann haben wir halt so ein bisschen mehr Schutz an uns wie nur unsere FFP2-Maske. Und bei uns wird halt jeder an der Tür gefragt, sind Sie infektiös, husten Sie? Also wir haben die Tür tatsächlich seit anderthalb Jahren zu. Wir hatten früher ein Haus der offenen Tür. Jeder kam rein und wartete, bis er dran war, wartete vor im Vorraum. Aber das ist jetzt geschlossen. Da ist ein Klingelknopf und da stehen die Leute wirklich in der Schlange. Und manchmal tut es mir wirklich leid. Dann stehen sie da in der Kälte, so wie heute. Wir nehmen dann das Carport schon dazu, haben schon überlegt, einen Heizpilz zu kaufen, dass sie halt warten, bis sie an die Tür gehen können, klingeln können und ihr Anliegen vortragen können. Also es ist schon, man braucht, und das ist, glaube ich, die Sache, man braucht viel Geduld, man braucht viel Verständnis für den anderen. Und das ist halt etwas, was gerade den Menschen abverlangt wird. Und wenn man da nicht den richtigen Ausgleich hat noch, weil ja auch rundherum alles weniger wird, die Weihnachtsfeiern werden abgesagt, die Geschäfte werden, ist schwieriger mit den Hygienegeschäften, in die Gaststätte zu gehen. Es ist ja überall dieses Unruhegefühl in den Menschen. Jetzt wird ja auch noch Geduld abverlangt. Ich glaube, man muss Verständnis haben für die Menschen, aber ich glaube, sie müssen sich auch ins Bewusstsein holen, was das für uns bedeutet, gerade in den Praxen. Weil wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht infizieren, weil, wie gesagt, infiziert sich einer, ist 14 Tage die Praxis in Rupert und Roth zu. Dann steht das Geschäft und dann stehen viele Patienten vor der Tür. So ist es bei euch genauso, da ist keinem einen Gefallen damit getan. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, weil Sie jetzt gesagt hatten, wenn Leute eventuell Symptome Corona oder die Möglichkeit auf eine Corona-Infektion besteht, sei es wegen Symptomen oder Kontakt, wäre es vielleicht die Möglichkeit, eine Entlastung zu sagen, liebe Patienten, wenn ihr diese Symptome habt, macht doch vielleicht vorher einen Schnelltest irgendwo und kommt dann zu uns? Oder? Nein, die Schnellteste sind ja nicht zuverlässig. Wir wissen ja nicht, wie sie sie gemacht haben. Ich frage natürlich jeden, wenn ich anrufe, haben Sie mal einen Schnelltest gemacht? Ja, der ist negativ. Ich habe schon zwei gemacht. Dann sage ich natürlich, okay, das macht jetzt eine gewisse Sicherheit, aber bevor ich einen Husten, Schnupfen, Heiserkeit Menschen in die Praxis lassen würde, mit diesen Symptomen wäre ich vorsichtig. Also ich würde trotzdem unter hochstem Schutz dann arbeiten, weil die Menschen, auf jeden Fall, ich glaube einfach nicht alle beherrschen diese Testung. Ja, und ja, es hängt halt auch davon ab, was ist es für ein Test gewesen, und es gibt immer wieder auch Patienten, die mir berichten, sie haben die Teste gemacht und dann ist doch ein PCR-Abstrich gemacht worden und dann war der dann doch positiv, und wenn es halt 6, 8, 10 Stunden später so ist, wir wissen es nicht, und wie gesagt, zur Sicherheit von allen macht das keinen Sinn, zu sagen, ich bin getestet, also kann ich einfach kommen, sondern die dringende Bitte bei Erkältungssymptomen, immer erst fragen, wann kann ich kommen. Vielleicht mal, um auch so ein bisschen zum Thema, wo wir ja noch drüber sprechen wollen, über Impfung zu kommen. Wie ist das denn bei geimpften Patienten, wenn die solche Symptome haben? Ist das auch genau das gleiche Verfahren? Weil viele sagen, ja, okay, ich bin jetzt geimpft. Für mich fallen ja jetzt viele Sachen, die ich eigentlich tun müsste als nicht Geimpfter, weg. Wie ist das bei der Arztpraxis? Also in der Zeit, zur Zeit ist es ja so, dass die vorherrschende Delta-Variante, die hier im Vogelsberg auch eigentlich alle Infektionen mit Corona ausmacht, auf den Impfstatus leider wenig Rücksicht nimmt. Also es werden auch Geimpfte krank, und auch Geimpfte können an Corona erkranken. Der Vorteil ist, sie werden nicht so schwer krank, aber sie können das Virus weitergeben, und insofern, da man das jetzt heute nicht mehr sagen kann, das war vor einem Jahr sicherlich anders, muss man einfach sagen, ich behandle alle so, als könnten sie Corona-positiv sein. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen in der Praxis, einen älteren Herrn, der hatte Schnupfen seit 14 Tagen, aber nicht schlimm. Schnupfen, sagte er. Dann wurde die ganze Familie, die teilweise nicht geimpft war, krank, richtig krank, stellte sich heraus, die hatten Corona. Und dann haben wir ihn PCR abgestrichen und er war fast am Ende der Corona-Infektion. Also er hat praktisch, er war irgendwann der Ursprung der ganzen Geschichte. War aber selber halt nicht schwer krank. Man hatte selber so gut insofern wie nichts, kann man das wirklich ein Schnupfen, nicht sagen, wie man um diese Jahreszeit mal hat. Ja, und also von daher,
jeder, der Schnupfen hat, egal ob geimpft oder nicht, die werden alle gleich behandelt. Ja. Wir gehen immer davon aus, es ist es und so schützen wir uns dann einfach auch. Es wird ja jetzt gerade viel im öffentlichen Gespräch darüber diskutiert, dass die Boosterimpfung ja quasi der Weg ist, sagen wir mal, die aktuelle Welle zu durchbrechen. Ich würde da mal ein bisschen gerne nachfragen, und zwar prinzipiell erstmal, für wen ist denn so eine Boosterimpfung geeignet und ab wann? Na gut, wenn man nach den Verlautbarungen unserer Regierenden geht, sind alle ab 18 zu boostern, die schon mal geimpft worden sind. Wir handhaben es in der Praxis halt so, dass wir zunächst die sogenannten vulnerablen Gruppen versuchen zu boostern. Das heißt, den Menschen, die entweder sehr alt sind, in Einrichtungen leben, in Gemeinschaftseinrichtungen leben oder eben Vorerkrankungen haben, die eine schwerere Corona-Erkrankung erwarten lassen. Leider dann für die 18- bis 25-Jährigen bedeutet das, dass die von, zumindest bei mir ist es so, erstmal zurückgestellt werden und zunächst mal versuchen wir, die dran zu bekommen, die halt gefährdeter sind. Grundsätzlich denke ich persönlich allerdings, dass es wirklich Sinn macht, jeden zu boostern. Nicht also heute, nicht morgen, aber in der nächsten Zeit auf jeden Fall jeden. Also probieren Sie auch so wie damals quasi bei der Erstimpfung so ein bisschen in die Priorisierung zu gehen, dass man sagt, man nimmt die gefährdeteren Gruppen zuerst. Es würde uns ja auch die Arbeit leichter machen, wenn man diese Reihenfolge wieder einhalten könnte. Warum? Weil der zeitliche Ablauf von den Erst- und Zweitimpfungen ja so ist, dass zunächst die Gefährdeten geimpft worden sind und dann erst die Impfungen ja geöffnet worden sind. Und wenn man dieses Zeitfenster so einhalten könnte, dann hätten wir auch nicht so viel Schwierigkeiten, die Impfungen durchzuführen. Mhm. Dann würde auch vielleicht die Impfstoffbeschränkung uns nicht so zu schaffen machen. Das ist ja etwas, was die Politik eigentlich über uns ausgeschüttet hat. Und damit kam ja auch so ein bisschen die Geschichte, dass die Hausärzte es nicht mehr schaffen würden. Also es ist gesagt worden, wir impfen, wir können impfen. Das machen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten. Impfen die Hausärzte, die Patienten und die Kinderärzte gegen alles Mögliche. Das wissen Sie, als wir alle klein waren, sind wir gegen viele Sachen geimpft worden. Mhm. Also wenn wir irgendwas können, dann ist das Impfen. Mit der Grippeimpfung beweisen wir das jedes Jahr wieder. Und es ist gesagt worden, wir impfen nach dem Schema wie im Frühjahr. Das heißt, wir impfen erstmal die 70-, 80-Jährigen, die Immungeschwächten, die Schwerkranken und damit haben wir eine Reihenfolge. Dann gingen aber die Zahlen in Deutschland hoch und es wurde wieder so ein Aktionismus gestartet. Dann hieß es auf einmal, wir impfen schon unter 60-Jährige, dann impfen wir auf einmal schon ab 18, weil die Zahlen ja extrem hoch gingen. Jetzt impfen wir nicht, wie die STIKO sagt, nach 6 Monaten, sondern wir impfen schon nach 5 Monaten. Ich warte darauf, dass wir nach 4 Monaten impfen. Also es ist ja ein blinder Aktionismus, der da gestartet wurde, was dieses ganze geregelte System eigentlich zum Einsturz gebracht hat, meiner Meinung nach. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich hat das einfach dieses System zum Einsturz und dieses... Ja. Das ist auch etwas, wo es dran krankt, dass man nicht vernünftig arbeiten kann, sondern dass man jeden Tag irgendwas Neues erfährt, wie es jetzt zu sein hat. Wir haben Glück, wir sind mehr, wir sind halt 5 Kollegen, wir haben 2 zum Impfen abgestellt, wir haben 2 Standorte, wir machen Bobenhausen zu. Wir impfen natürlich jetzt auch schon die 30-Jährigen, die 25-Jährigen, weil erstens kriegen wir viel mehr Impfstoff, weil wir so viele sind und zweitens haben wir einfach auch die Kapazitäten. Aber in Einzelpraxen ist das nicht machbar, das muss man zum normalen Tagesgeschäft machen. Hinzu kommt ja auch, wir haben ja auch Corona-Kranke. Wir haben ja auch, die werden ja nicht nur per PCR-Test getestet, die sind ja auch krank. Das heißt, ich fahre auch Hausbesuche im Vollschutz zu kranken Personen. Es sind halt so nur, ist es. Es sind 5 von 6 in unseren Händen immer noch. Ja. Eher mehr sogar mittlerweile. Ja, inzwischen ist es ja auch so, weil die Kliniken halt relativ voll gelaufen sind, gibt es ja einen Rückstau auch in die ambulante Versorgung. Krankenhäuser können teilweise keinen Patienten aufnehmen. Ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Patientin abends einweisen wollen und die nach vielen Abfragen hat sie in Hünfeld noch ein Bett bekommen. In allen Kliniken der Umgebung, wo sie bekannt ist, konnte sie nicht aufgenommen werden. Das nächste wäre dann Hanau gewesen. Und solche Patienten, die bleiben dann eher zu Hause, die müssen aber von uns versorgt werden. Das heißt, es ist auch ein Rückstau von schwerer Kranken da und die fressen halt auch Zeit. Ja. Und zusätzlich die Impfung. Ich habe heute zum Beispiel ausschließlich geimpft in der Praxis, fast ausschließlich. Und mache die Hausbesuche dann, wenn ich hier fertig bin. Wie ist denn die Kapazität mit den Impfungen aktuell bei Ihnen? Also können Sie so viel impfen, wie Sie wollen oder? Wir könnten so viel impfen, wie wir wollen, ja, aber wir kriegen ja keinen BioNTech-Impfstoff mehr. Das meine ich, inwiefern also macht sich das bemerkbar? Zugesagt waren uns 5 Vials pro Arzt. Also ich glaube, hier in Alsfeld
und im Vogelsberg und in Bobenhausen, da haben wir das auch bekommen, 8 Vials sogar. Mhm. Aber wir sind mit Rupert und Roth hängen wir an Mücke und dann so am Gießener Bereich, da gab es gerade mal 3 Vials. Mhm. Und die Wiesbadener Kollegen berichten auch alle, die kriegen 3 Vials. Das heißt, vielleicht an der Stelle nochmal für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, was Vials sind. Ein Vial BioNTech beinhaltet 6 Impfungen. Mhm. Ein Vial Moderna beinhaltet 10 Impfungen als Erstimpfung und da waren nur mit der halben Dosis Booster 20 Impfungen. Und das heißt, wir haben allen Leuten gesagt, sie bekommen bei BioNTech, weil es einfacher für uns ist, mit einem Impfstoff zu impfen. Es ist viel einfacher, als wenn ich gucken muss an einem Nachmittag, wo ich 100 Personen impfe, wer bekommt Moderna, wer bekommt BioNTech, weil junge Menschen unter 30 sollen kein Moderna bekommen. Es ist dafür nicht mehr empfohlen. Und damit sind wir natürlich eingeschränkt. Wir haben sie alle einbestellt bis Ende Januar, bekommen jetzt nicht den nötigen Impfstoff von BioNTech und müssen, nächste Woche sollen wir nur noch 3 Vials, also 18 Impfungen kriegen pro Arzt, müssen unter Umständen die Leute anrufen und sagen, wir können euch nicht impfen, wir haben keinen Impfstoff für euch. Und das ist in einem Land, denke ich, wie Deutschland, was eigentlich gut organisiert sein sollte und auch ein reiches Land ist, finde ich das schon nach so einem ganzen Jahr ganz, ganz bitter. Sie haben es gerade schon angesprochen, der moderne Impfstoff ist ja für Leute unter 30 Jahren nicht mehr empfohlen. Wie ist es denn jetzt mit der Zweitimpfung? Es wird ja teilweise gesagt, mit der Boosterimpfung, Entschuldigung. Man soll sich bei den Boostern über eine Kreuzimpfung impfen lassen, dass der Wirkstoff erhöht ist. Jetzt ist aber zum Beispiel, wenn ich mit Moderna schon damals geimpft wurde, weil im Sommer ging es ja noch, da wurden ja noch Leute unter 30 Moderna geimpft. Wie gehe ich da vor als Person? Welchen Impfstoff soll ich nehmen? Ja, also der Begriff der Kreuzimpfung bezieht sich ja eigentlich auf die Impfung mit 2 verschiedenen Impfstoffgruppen. Also zum Beispiel waren ja die AstraZeneca-Impfungen, die dann als Kreuzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, also entweder BioNTech oder Moderna, geimpft werden sollten. Bei der Boosterimpfung ist die Empfehlung, mit dem gleichen Impfstoff zu arbeiten, den man schon bekommen hat, wobei es wahrscheinlich auch keinen Unterschied macht, wenn man in der gleichen Impfstoffgruppe bleibt. Also das würde bedeuten, dass man sowohl mit BioNTech als auch mit Moderna geimpft werden kann als Boosterimpfung. Ich werde das auch in Zukunft so machen, dass da, wo ich keinen gleichartigen Impfstoff zur Verfügung habe, bevor ich auf eine Impfung verzichte, die Patienten davon versuche zu überzeugen, dass sie sich halt mit dem gleichartigen Impfstoff auch von einer anderen Firma impfen zu lassen. Moderna ist ein guter Impfstoff. Absolut. Moderna ist halt nur nicht in den Praxen gelandet, weil Moderna zu Anfang nur in den Impfzentren war. Moderna war wesentlich leichter aufzuziehen. BioNTech als Impfstoff muss noch fertiggestellt werden, muss eine Lösung dazu gegeben werden, das muss langsam geschwenkt werden, bis dieser Impfstoff fertig. Und Moderna war fertig, den muss man nur aufziehen. Mhm. Und Moderna ist dann einfach in den Impfzentren geblieben. Mhm. Und wir haben nur BioNTech bekommen. Was auch ein guter Impfstoff war, waren wir damit zufrieden. Man weiß jetzt sogar, wenn man sich mit Moderna nachimpfen lässt, dass es eine höhere Sicherheit zum Beispiel gegen die Delta-Variante hat. Gibt es ganz zuverlässige Studien jetzt gerade. Mhm. Also es hat fast zu 80% und BioNTech hat nur 50% Sicherheit gegen die Delta-Variante, gegen einen schweren Verlauf. Mhm. Gegen Schützen tun sie alle, aber gegen einen schweren Verlauf schützt Moderna sogar noch besser. Und verträglich sind die gleich gut. Und manchmal frage ich mich, bei der Grippeimpfung werde ich doch auch nicht gefragt, von welcher Firma die kommt, von wem ich die eingekauft habe. Ob ich die nur bei Moderna oder BioNTech eingekauft habe. Die Menschen möchten eine Grippeimpfung und bekommen eine Grippeimpfung. Sie bekommen eine Tetanusimpfung. Da werde ich ja auch nicht gefragt, welche Firma die geliefert hat. Es ist ein mRNA-Impfstoff und die wirken ähnlich. Mhm. Dazu hätte ich jetzt gerade direkt mal die erste Frage, die uns im vorherigen Aufruf ereilt hat. Ich stelle die Frage natürlich anonym. Und zwar ist die Frage, meine Tochter ist 13 und will sich impfen lassen. Im Impfzentrum gibt es aber nur Termine für Moderna und der ist ja erst ab 30. Ja. Wo habe ich denn jetzt in Alsfeld die Chance, meine Tochter impfen zu lassen und wo gehe ich hin, wenn der Kinderarzt nicht impft? Also es gibt die Möglichkeit, das über einen Hausarzt zu versuchen. Natürlich ist es so, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, wir versuchen erst die zu impfen, die aus unserer Sicht am dransten sind, was aber nicht heißt, dass wir, wie die Frau Sommer schon gesagt hat, nicht auch jüngere Patienten impfen. Und gerade Erstimpfung versucht man natürlich so viele wie möglich zu machen, um auch da einen möglichst breit aufgestellten Impfschutz zu bieten. Also ich persönlich impf ab 12, wer geimpft werden möchte.
Nur kann ich halt nicht sagen, das ist heute oder morgen. Und da es, wie die Frau Sommer schon gesagt hat, ein bisschen zweifelhaft ist, wie viel Impfstoff wir von BioNTech in der nächsten Zeit bekommen können, kann ich halt auch da noch keine verlässlichen Angaben machen, wann dieses Mädchen jetzt bei mir drankommen würde. Also als erstes Empfehlung den Hausarzt fragen, wenn es der Kinderarzt nicht macht. Ja, so oder einen anderen auch. Kinderarzt fragen, auch das wäre eine Möglichkeit. Genau, muss also man halt mal ein Stückchen fahren. Ja, ich würde auch den Hausarzt fragen, ich würde die Kinderärzte fragen. Es gibt ja einige Kinderärzte bei uns im Kreisgebiet, mal bei verschiedenen anrufen, ob man woanders unterkommen kann. Und manchmal impfen sogar die Gynäkologen, also auch andere Berufsgruppen bei uns in Grünberg zum Beispiel, impft die Gynäkologin, die impft auch Kinder mit. Also dass man einfach dann auch nochmal fragt, ab 12 ist er zugelassen, ab 12 kann man impfen und dann müsste man einfach nochmal sich umhorchen. Und ab 12... Also wir haben viele 12-Jährige schon geimpft. Das liegt daran, weil meine Kolleginnen haben Kinder, die sind zwischen 12 oder zwischen 8 und 15. Dementsprechend haben die viele Freunde und die werden dann wurden einfach geimpft bei uns auch. Sie hatten vorhin schon am Anfang hat mir so ein bisschen darüber gesprochen über das Intervall der Boosterimpfung. Es waren mal 6 Monate, wenn ich es richtig verstanden habe, wurden es dann runtergelegt auf 5, jetzt 4. Wann darf ich mich denn jetzt boostern? Also ab wann ist es denn okay? Also die STIKO-Empfehlung ist 6 Monate. Ja. Okay. Also wir versuchen uns an die STIKO-Empfehlung zu halten. Das ist so ein, ich denke, verlässlicherer Orientierungspunkt als das, was jetzt gerade auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wird. Ja. Auch im Hinblick darauf, dass wir halt versuchen, möglichst viele zu impfen, in einer verlässlichen Zeit und wenn man, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, halt das Zeitschema der Erstimpfung einhalten kann, dann geht das auch. Unruhe ist einfach dadurch entstanden, dass alle jetzt geimpft werden wollen, was niemals möglich ist. Genau. Unsere großen Impfzahlen kommen ja auch erst im Dezember und im Januar. Wir sind ja erst im Mai angefangen mit der Impferei, also April, richtig Impfstoff bekommen. Ich weiß nicht, wie es hier war, aber bei uns, also Mai, Juni, Juli, da haben wir eigentlich erst so richtig Impfstoff bekommen. Und das heißt, die 6 Monate sind für uns im Dezember, Januar. Gerade Januar wird ein großer Impfmonat werden nochmal. Und ich habe auf der letzten Delegiertenkonferenz da in Bad Soden-Allendorf, ich fand das ganz schön, da lagen die Zahlen vor, wie viel BioNTech wir haben. Und das geht kontinuierlich runter bis Weihnachten. Okay. Kontinuierlich runter. Vor Weihnachten gibt es, glaube ich, noch 2 Millionen Dosen, waren da anvisiert. Wenn es nicht geschafft worden ist, vom BMG neue nachzuordern und zu sagen, wir brauchen für Deutschland mehr Dosen, dann wird das ein schwieriges Unterfangen werden, alle zu impfen. Ja, ich denke, es ist auch eine dynamische Lage, was die Zahlen in den Impfzentren angeht. Die sind ja jetzt erst hochgefahren worden und da muss man halt mal gucken, was in den nächsten Wochen sein wird. Ob aus den 5 Tagen Impfen 7 Tage impfen werden können. BioNTech hat ja schon gesagt, dass sie mehr liefern können. Es muss halt bestellt werden. Für die nächste Woche sind im niedergelassenen Bereich 8 Millionen Dosen bestellt worden von 100.000 Ärzten. Ne? Genau. Das heißt, wir kriegen noch weniger als 3 Vials wahrscheinlich. Ja. Okay. Also weniger als 12 Impfungen pro Arzt. Sind die Niedergelassenen mehr als je zuvor bereit zu impfen. Es haben sich für nächste Woche 100.000 Ärzte im niedergelassenen Bereich bereit erklärt zu impfen und haben auch Impfstoff bestellt. Also das ist, waren noch nie so viele wie jetzt. Ja. Wir haben neben unserem normalen Praxisbetrieb hochgefahren auf 380 zusätzliche Impfungen. Wir haben 2 Kollegen komplett rausgenommen nächste Woche, und die nur in unserer Zweigpraxis von morgens bis abends impfen. Und das ist natürlich eine Farce, wenn man überlegt, wie man eine Arztpraxis umorganisiert, wie man das hinkriegt, die normale Regelversorgung, die Hausbesuche, die laufen müssen. Und dann scheitert es daran, dass, Entschuldigung, kein Impfstoff da ist. Das ist eine Farce. Erinnert man sich zurück an den Anfang. Also meine erste Lieferung war ein Fläschchen BioNTech gewesen. Klar, wir können genug Moderna kriegen. Okay. Das haben wir auch bestellt, was wir brauchen. Das werden wir auch machen müssen. Ja, es bleibt nichts anderes. Wir impfen das auch. Das ist auch ein guter Impfstoff, wie gesagt. Aber wir kriegen das Problem mit den unter 30-Jährigen. Hier noch eine Frage, die kam auch dazu. Ich habe bereits 2 Impfungen hinter mir. Die habe ich beide relativ gut überstanden. Ich habe aber etwas Angst vor der Boosterimpfung. Wie kann es denn da zu Nebenwirkungen kommen? Wie sind da Ihre Erfahrungen bei der Boosterimpfung? Tritt das öfter auf, tritt das seltener auf? In unserer Praxis war es weniger. Ja. Also in unserer Praxis war es so, wir sind
10 insgesamt, also 12 mit allen Mitarbeitern und Putzfrau, also Reinigungskraft. Und das waren, die hatten alle weniger Nebenwirkungen. Die hatten eigentlich gar nichts. Hm. Was auch mich dazu veranlasst hat, zu sagen, ich lasse mich an einem Donnerstag impfen. Ich hatte bei der ersten und zweiten Impfung gar nichts. Und es passierte Folgendes, dass ich am Freitag in der Praxis saß mit leichtem Fieber, leichtem Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Also ich denke immer, einen kann es immer erwischen, sozusagen mit der leichten Impfreaktion. Aber insgesamt waren die Nebenwirkungen deutlich weniger wie bei der Erst- und Zweitimpfung. Also die Rückkopplung, die ich gehabt habe, auch von den geimpften Patienten, ist keine. Ich habe keine Rückkopplung bekommen. Es sind, oder nein, es ist gelogen, 2, 3 waren es. Es waren auch Menschen mit Fieber dabei. Die sind allerdings nicht bei mir geimpft und haben es mir aber trotzdem erzählt. Deswegen bei meinen Patienten war relativ wenig. Ja. Bei den Kollegen sind schon Impfreaktionen dabei. Die hatten allerdings auch Impfreaktionen bei den ersten beiden Impfungen. Also ich denke, wer es problemlos vertragen hat vorher, wird es auch wieder problemlos vertragen oder für 2, 3 Tage, die im Aufklärungsbogen auch aufgeführten Nebenwirkungen haben können. Genau. Also Erkältungssymptome, Fieber, Schmerzen, Müdigkeit. Aber über was diskutieren wir da? Ein bisschen Fieber, vielleicht 37,5, über ein bisschen Knochenweh, über ein bisschen Kopfweh, was wir bei jedem Schnupfen haben, aber es schützt uns vor einer gefährlichen Krankheit. Mhm. Mhm. Vielleicht noch hier eine Frage, die auch von einem Leser stammt. Und zwar schreibt der Leser, hallo, ich hatte laut einem Antikörpertest bereits Corona, es wurde aber nie ein PCR-Test gemacht. Brauche ich nun 1 oder 2 Impfungen? Auf der Seite des RKI steht allerdings 1 Impfung. Ich bekomme die Frage aber nirgendwo beantwortet. Wie ist das bei jemandem, der genesen ist mit dem Impfverhalten? Ja, schwierig ist halt immer zu sagen, wie lange ist jetzt diese Genesung her? Das ist eine so eine Sache. Der Antikörpertest sagt ja nur, es ist Kontakt mit dem Coronavirus gewesen. Eine Erkrankung kann sich der Mensch nicht erinnern, dann ist halt die Frage, ist dieses als Erkrankung zu werten? Also wenn man davon ausgeht, dass eigentlich der PCR-Test als beweisender Test ist, gilt dieser Mensch erstmal als fraglich erkrankt. Und insofern, da wir jetzt auch wissen, dass Impfungen stärker vor Corona-Infektionen schützen als die durchgemachte Erkrankung, nach meiner persönlichen Meinung sollte man versuchen, 2-mal zu impfen. Und ich würde persönlich den Antikörpertest vergessen zu erwähnen, wenn ich zum Impfen gehe. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, da müsste er sich aber mal auf dem Gesundheitsamt informieren. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, das mittlerweile rauszufinden über spezielle Testung. Ja. Und dann würde er nur einmal geimpft werden. Ja. Aber das ist so eine spezielle Frage, das wird immer wieder hin und her diskutiert. Ich glaube, da sind die Kollegen auf dem Gesundheitsamt, die sich da, gerade der Herr Reikers, der sich ganz gut damit auskennt, da sind die richtigen Ansprechpartner. Genau, es gibt inzwischen die Möglichkeit, zwischen einem Impftiter und einem Titer bei einer durchgemachten Erkrankung zu unterscheiden. Insofern könnte man das machen. Das ist halt, wie gesagt, wie lange ist die Erkrankung her? Und es wurden ja auch das weiß niemand. Es wurden ja auch welche geboostert. Das war krank, boostern. Es hieß ja zu Anfang nach 3 Monaten, dann hieß es umso schneller, umso besser. Und damit waren sie geschützt. Dann war eine Zeit lang nicht klar, kriegen die einen zweiten Booster. Das heißt, es sind einige das zweite Mal geboostert worden auch. Die haben das problemlos vertragen, denen geht es gut. Die haben gar nichts gemerkt. Genau. Und von daher, wenn er da 2 Impfungen kriegen würde, würde ihm das sicherlich nicht schaden und auch keine Komplikationen verursachen. Aber wenn er es genau wissen will, wäre das etwas, wo man wirklich nochmal an die Fachstelle gehen sollte. Weil das auch, das ist das Schlimme, das ändert sich ja permanent. Das ist ja sowas von im Fluss, wie Anfang der Woche hieß es, wir Arztpraxen müssen uns jeden Tag abstreichen. Jeden Tag. Bis die Ersten die Tests gekauft haben, nachmittags um 3, war das schon wieder vom Tisch. Da hieß es, ihr müsst euch gar nicht mehr abstreichen. Es gab so viel Protest. Andern Tags morgens um 8 kam dann die neue Regelung, wir müssen uns jetzt 2-mal die Woche abstreichen. Ob das jetzt stimmt, wissen wir nicht. Wir müssten heute Abend mal in den Ticker gucken, was jetzt wirklich los ist wieder. Also es ist sowas von dem Fluss und das ist so der speziellen Frage. Da würde ich mich wirklich nochmal auf dem Gesundheitsamt. Also 1-mal boostern auf jeden Fall. Und wenn er nicht ein 2. Mal gespritzt werden möchte, muss er sich da erkundigen. Genau. Sonst bekommt er halt auch keine Bescheinigung, dass er tatsächlich geimpft ist. Das ist ja auch sowas. Ich kriege ja kein Impfzertifikat, wenn ich nur 1-mal geimpft worden bin und die Genesung vorher nicht dokumentiert gewesen ist. Das ist ja auch das Nächste. Thema Impfzertifikat ist gerade sehr, sehr gut, weil da ist nämlich auch die nächste Frage. Und zwar lautet die wie folgt.
Hallo, ich wurde bereits im Sommer letzten Jahres zweimal geimpft. Die Boosterimpfung würde dann im Januar möglich sein. Leider sind da schon alle Termine aktuell verbraucht. Läuft meine Impfung dann aus und muss ich mich nach 2G, 3G-Regel dann testen lassen, wenn ich irgendwo hin will? Also läuft dieses Impfzertifikat irgendwann ab? Noch bisher nicht. Nein. Also in Deutschland nicht. Es gibt einige Länder, wo Österreich. Das Impfzertifikat nur für eine gewisse Zeit anerkannt wird. In Deutschland nicht. Also das Impfzertifikat ist gültig. Also ich habe heute mein Impfzertifikat nochmal überprüft. Ich bin Anfang Februar das zweite Mal geimpft worden. Mein Impfzertifikat ist noch gültig. Also das heißt also, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lasse mich jetzt nicht boostern oder ich kriege gerade keinen Termin zum Boostern, es würde sich verzögern, würde da jetzt laut aktuellem Stand nicht. Genau, im Augenblick ist es so, dass diese Menschen als geimpft gelten, egal wie lange die Impfung her ist. In Deutschland? In Deutschland. Ich weiß nicht, wie es, wenn er natürlich ins Ausland will, weiß ich nicht, was da für Regeln gelten. Muss man aber in Deutschland ist absolut überhaupt kein Problem momentan. Ja, genau, es ist sehr unterschiedlich und man muss sich eigentlich vor einer Auslandsreise erkundigen, ob ich im Ausland als geimpft gelte oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, das wäre der Worst Case. Wenn das jetzt noch kommt, dass man sagt, nach 6 Monaten läuft das aus, dann geben, glaube ich, ganz viele Kollegen ihre Zulassung bezüglich Impfen zurück, weil das wäre die Riesenkatastrophe. Das ist ja überhaupt nicht mehr zu bewältigen. Wegen des Aufwands. Ja, wenn wir dann nicht sagen können, okay, 7 Monate reicht auch noch oder 7,5, das kriegen wir alles hin. Wenn jetzt alle innerhalb der 6 Monate geimpft werden müssten, das wäre, ich glaube, das wäre nicht mehr zu schaffen. Okay, ich habe noch 2, 3 Zuschauerfragen. Und zwar, ich glaube, die hatten wir schon mal beantwortet, aber vielleicht nochmal, dass die Person auch wirklich die genaue Antwort bekommt. Und zwar schreibt jemand, hallo, ich wurde zweimal geimpft. Die erste Impfung mit Astra, die zweite mit BioNTech. Aus einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums geht hervor, dass in diesem Fall die dritte Impfung mit BioNTech erfolgen muss. Ist das so? Also ist mir nicht bekannt, dass das muss. Also das wurde ich heute auch angesprochen, ich habe es aber noch nicht nachgelesen. Es gibt tatsächlich oder es gab mal einen Hinweis, dass man dann praktisch nicht das dritte Mal den Impfstoff wechseln soll. Aber das ist eine Sollgeschichte. Ich denke auch, das ist also eine Sollbestimmung. Also als Muss kenne ich es nicht. Ich glaube, es war eine Sollgeschichte, dass man bei dem Impfstoff verbleiben soll. Okay. Ja. Gut, ist ja dann die Frage, wie alt ist die Betroffene? Ist er unter 30? Hat er sowieso BioNTech gewählt weiter? Ja. Und dann habe ich jetzt noch eine etwas längere und wirklich sehr spezielle Frage. Hallo, ich komme aus dem Vogelsberg. Mein Hausarzt in Fulda impft nicht. Impfungen im Kindesalter wurden vom Gesundheitsamt Kreis Lauterbach abgelehnt. Desensibilisierung im Erwachsenenalter musste wegen Überreaktion abgebrochen werden. Also jemand, der schon deutlich Probleme mit dem Impfen hatte. Leider außer Heuschnupfen noch an unbekannten Allergien, die nach den Mahlzeiten teilweise zu heftigem Auswurf führt. Seit März 2020 kaum mehr Außenkontakte, also eingeschränkt. Andere neurologische Erkrankungen kämen aktuell nicht in Frage. Was tun in Sachen Corona-Impfung? Impfen. Also, wollen wir mal so sagen, diese Impfung hat sehr, sehr, sehr wenig Nebenwirkungen. Auch viele, viele Allergiker, die wirklich unter Standby-Bereitschaft auch bei uns geimpft wurden. Das heißt, die haben einen Zugang vorbekommen, wenn was ist, dass man denen was geben kann. Da hat keiner reagiert bei uns. Auch im Impfzentrum hat es kaum Reaktionen gegeben. So jemand würde ich natürlich empfehlen, sich vielleicht im Impfzentrum impfen zu lassen, wo die nötigen Kollegen vor Ort sind, wo auch ein Rettungswagen vor Ort ist, wenn was wäre. Aber eine ernsthafte, größere Nebenwirkung hier im Vogelsbergkreis ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob du da was anderes gehört hast, aber aus dem Impfzentrum habe ich nichts gehört. Ja, es gab einen einzigen Fall im Impfzentrum, wo eine Krankenhausaufnahme danach erfolgt ist. Und wie gesagt, macht es dann sicherlich Sinn, das im Impfzentrum zu machen, wo halt entsprechende Vorhalte von einem Rettungsdienst auch da ist. Diese Reaktion auf die Impfung selber bedeutet ja nicht, dass es dass die Impfung nicht anschlägt und zweitens nicht, dass danach noch Schäden bleiben, sondern es kommt zu einer allergischen Reaktion bei der Impfung, ohne dass das den Impferfolg schmälert. Also das muss man halt auch sagen. Natürlich ist man da natürlich bei der Zweitimpfung, muss man sich das überlegen, mache ich das nochmal. Ob der Mensch auf die Impfung reagiert, merkt man halt leider erst bei der Impfung. Aber man muss halt auch überlegen, wie viele Allergiker wir im Vogelsbergkreis haben. Und wie wenig Reaktionen wir dann hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf reagierst, auch wenn du allergisch reagierst, ansonsten mit einer allergischen Diathese, ist gering. Ja. Aber da muss man halt Vorsichtsmaßnahmen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt
also in einem Standort machen, wo der nächste Notarzt weit weg ist und wo ich noch keinen Zugang gelegt habe vorher. Mhm. Also das sollte man dann schon irgendwo machen unter kontrollierten Bedingungen. Ja, auch dafür gibt es das Impfzentrum. Genau, nicht so eine On-the-Fly-Impfung irgendwo im Supermarkt oder so. Oder wenn jetzt ein Impfevent da angeboten wird, das wäre vielleicht nicht der richtige Ort, sondern wo auch ein geschützter Raum da ist. Also das, denke ich, sollte man schon machen. Aber Grundaussage, ich denke, von aber uns beiden. Aber grundsätzlich impfen. Ja. Okay. Eine Zuschauerfrage habe ich noch. Die kam tatsächlich auch heute Morgen relativ frisch rein. Und zwar, ich fasse die mal zusammen, weil die ein bisschen länger ist, bezieht die sich darauf, dass man ja mit dem Impfstoffbooster, den es jetzt schon seit knapp 2 Jahren, seit einem Jahr ungefähr gibt, das Virus sich ja aber immer mutiert. Man sieht es an der neuen Variante jetzt aus Südafrika. Inwiefern ist denn da die Boosterimpfung mit dem bestehenden Impfstoff noch sinnvoll oder effektiv, ist hier der Wortlaut. Wie ist da Ihre Einschätzung? Sinnvoll. Auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke, einen bestehenden Impfstoff so schnell anzupassen, ist schwierig. Und auch wenn er nicht hundertprozentig passt, so passt er doch relativ gut und schützt uns vor schweren Verläufen. Das führt vielleicht momentan wirklich dazu, dass es doch so ein bisschen auch bei den Geimpften wieder Ansteckung gibt, weil die Delta-Variante halt sehr hoch ist, aber all die es haben halt einen relativ leichten Verlauf, die meisten. Mal so sagen, die meisten. Ja. No? Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage für die Zuschauer, die vielleicht keine Frage gestellt haben oder Fragen hatten, die jetzt noch nicht eingegangen waren und die sich Fragen stellen, nachdem sie das hier sehen. Wenn ich eine Frage bezüglich Corona-Impfung habe, wo melde ich mich am besten? Wenn ich eine Frage habe, wo kann ich nachfragen? Im Impfzentrum, beim Hausarzt, beim Gesundheitsamt, wo kriege ich da meine Antwort am besten? Also, erstmal die frei zugänglichen Medien nutzen, zum Beispiel das Robert-Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bzga.de. Da gibt es eine Fragliste, Frequently Asked Questions, und da sind die meisten Sachen schon mal beantwortet. Und da kann man auch aus einer Liste auswählen, das sind verlässliche Informationen. Ich würde erstmal diesen Weg der Selbstinformation gehen, wenn dann noch Fragen bleiben, obwohl ich glaube, dass die meisten Fragen da schon geklärt sind. Wenn es halt so um so spezielle Sachen geht, auch wenn ich es nicht gerne sage, aber Hausarzt an oder Hausärztin ansprechen. Und schon im Vorhinein sagen, dass man darüber sprechen möchte. Dass man diesen Termin auch vielleicht so legen kann, dass die Zeit dafür da ist und nicht gerade in der Infektionssprechstunde ist. Ja. Und ich mache jeden Tag, führe ich solche Gespräche. Jeden Tag, mehrfach. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich würde erstmal dann über die BZGA oder das RKI gehen und da gibt es eine Rubrik für Patienten und nicht nur für Fachpersonal, wo das auch in einfacher Sprache erklärt wird, um was es da geht, wie die Impfungen funktionieren und was es für häufige Probleme oder Nicht-Probleme bei den Impfungen gibt. Würde ich auch empfehlen, genauso. Auch ich höre viele dieser Gespräche, aber es wäre ganz schön wirklich, wenn man es sagt und dann ist es halt nicht montags vormittags um 9 oder so, sondern wirklich mal eine Nachmittagssprechstunde, wo man so ein bisschen Zeit hat. Und ganz wichtig ist, dass man nicht irgendwann einfach ins Internet angibt. Also, dass ich Mr. Google aufmache und sage, Impfnebenwirkungen, Corona-Impfung oder so, da tummeln sich ja unglaublich viele Dinge, die einem, ja, an Halbwahrheiten oder gar nicht Wahrheiten, wo ganz gezielt Informationen gesetzt werden, um die Menschen zu verunsichern. Also die beiden von dir genannten, gerade auch das RKI, sind sicherlich die richtigen Ansprechpartner. Dann vielleicht nochmal als ein Appell an die Leute, was wünschen Sie sich denn von den Vogelsbergern jetzt für die nächste Zeit auf die Thematik bezogen, die wir jetzt ja weit ausführlich besprochen haben? Geduld. Freundliche Zuwendung zu uns, Verständnis und lassen sich impfen. Möchte ich auch nochmal wiederholen, also der Wille, sich impfen zu lassen, ist am wichtigsten. Und dann denjenigen die Umsetzung überlassen, die das machen können. Und zwar so, wie die das leisten können, nämlich so, wie wir das anbieten oder das Impfzentrum das anbietet. Und in dieser Situation, wo es wirklich darauf ankommt, dass wir schnell sind jetzt, damit diese Krankheitswelle gebrochen werden kann, wenn es überhaupt noch geht, dann bitte nicht wählerisch beim Impfstoff sein. Ja. Gut, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier auch wirklich detaillierte Fragen
mal die ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben den Appell ja gehört. Ihnen danke ich fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von OL, das Thema.